Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Creighton. Diesmal mit dem zweiten Video zur Kölner Comic-Messe. Im ersten Video habe ich euch ja so ein bisschen meine Erlebnisse und so weiter geschildert, also wen ich getroffen habe und was da so passiert ist. Diesmal geht es natürlich um Comics, die ich mir da gekauft habe. Den Anfang macht hier aber noch ein bisschen was anderes, weil der Jörg Pera, mit dem ich mich ja getroffen habe, der hat mir auch ein paar Comics geschenkt für meinen Sohn. Und zwar natürlich lustige Taschenbücher, weil er weiß, dass mein Sohn die gerne liest. Hier die 196. Dann direkt anschließend die 197 hat er mir dann noch geschenkt. Dann machen wir einen kleinen Sprung zu 213. Dann haben wir hier so ein 30 Jahre lustiges Taschenbuch, müsste also von 97 sein. Sind die Nummer 230. Und dann hier die 232 noch. Die 260 ist das letzte lustige Taschenbuch, was er mir noch geschenkt hat. Ganz am Ende dann noch so ein Donald Duck Jumbo Comics. Da sind immer vier Donald Duck Bücher drin. Ist auch dementsprechend was dicker als so ein lustiges Taschenbuch. Ja, Jörg, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Habe ich mir jetzt fürs Video noch mal geschnappt und bekommt jetzt aber mein Sohn dann auch wirklich. Ich habe ihm gesagt, ich brauche das noch fürs Video. Ich danke dir, er hat sich sehr gefreut, ich mich auch. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich mir gekauft habe. Ich habe ja angekündigt, dass ich mich auf Ehapa und Conda Sachen konzentrieren möchte. Das habe ich auch gemacht. Als erstes hier für 1 € bekommen jede Menge von diesen Superman-Heften, dieser Superman-Batman-Heftserie, wie sie hieß. Ich hatte ja damals, habe ich ja mehr diese Alben gelesen und von diesen Heften jetzt nicht so viele. Und dementsprechend hatte ich da eben nie so viele. Ich habe mir da mal so ein paar nachgekauft, gucke jetzt immer mal nach. Ja, wenn du die für 1 € kriegst und dann noch in einem ganz guten Zustand, kann man nicht meckern fürs Alter auf jeden Fall. Alle fest, alle Seiten dran, nichts gerissen. Das ist natürlich top. Habe ich mir dann hier noch so einige Hefte da zugelegt. Durch die Jahrgänge 78 bis 84. Das Ganze lief ja von 66 bis 85. Und dementsprechend mit über 400 Ausgaben ist das schwer, das jemals zu vervollständigen. Aber ich konzentriere mich da auch eher auf die Jahrgänge so von 78 bis 85, sage ich mal. 77 habe ich auch noch so ein bisschen. Also die Ende der 70er so. Das ist storymäßig auch für mich am besten. Weil diese 60er Jahre Comics wären jetzt auch nur was für mich als Sammler, aber nicht unbedingt zum Lesen. Die 70er Jahre Stories sind da schon ein bisschen besser. Die kann man schon eher, kann man sich schon eher reinziehen. Die sind natürlich, im Verhältnis zu heutigen Comics ist das alles noch ein bisschen naiver. Die Serie, klar, hat allerdings schon diesen Soap-Charakter. Charakter? Also wie so eine Seifenoper, die einzelnen Stories, was man dann ja auch in den 90er Jahren bei Superman und auch bei anderen Comics stark finden konnte, was man auch heute noch findet. Das war dann hier auch, wobei nicht so ausgeprägt. Wie gesagt, ich bin hier bis 84 gegangen, so durch die Bank und ganz wichtig, die waren alle 1 €. Aber ein Heft habe ich ganz besonders gesucht und das ist Heft 12. 1978. Bei den Heft 11 1978 habe ich eine Zweitstory über Superboy. Und das sind zwei Teile und der erste Teil ist in Heft 11 und ich habe nie gewusst, wie es zu Ende geht. Jetzt, nach all den Jahren, werde ich es erfahren. Das Heft habe ich erst für 3,50 € gesehen, das war mir aber zu teuer. Da habe ich noch mal ein bisschen gewartet, war fast davor, Zuschuss zu schlagen und dann habe ich es aber für 2 € gesehen. Würde ich normalerweise auch nicht machen für 2 €, aber in dem Fall habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich das Heft so dringend gesucht hatte. Bei eBay ist das auch erstens selten zu finden und zweitens noch teurer. Dann wieder sind wir wieder im 1-Euro-Sektor, Superboy. Das erste Heft überhaupt dieser Serie Nummer 1 von Januar 1980.
Da begann die Serie, ging ja bis 1985. Hier habe ich noch mal drei Hefte, einfach um die Sammlung aufzustocken. Von den 74 Heften, die es gibt, habe ich so um die 40 Hefte jetzt in all den Jahren gesammelt. Wovon ich noch nichts hatte, nur mal bei meiner Cousine gelesen damals, als Kind, Roter Blitz, ist natürlich der Flash. Die Serie zeigt so die letzten Jahre von Barry Allen als Flash vor der Crisis. Und ich hatte, wie gesagt, da selber keine Hefte von, habe das nur ab und zu, wenn ich zu Besuch war, bei meinem Cousin und meiner Cousine, das ab und zu gelesen, wie viele dieser Heften von ihr habe, weil ich selber ja die Alben eher hatte. Und da habe ich mir hier auch nochmal ein paar geholt. Meine ersten, da werde ich jetzt auch immer mal aufstocken. Dann sind wir hier bei Wonder Girl, wovon ich ja auch schon ein paar Hefte habe. Wonder Woman natürlich. Wo ich auch mal ein bisschen aufgestockt habe, da bin ich aber nicht so extrem hinter Wonder Girl. Nur ab und zu mal, wenn du dann natürlich für 1 € so ein paar Hefte da mitnehmen kannst, dann machst du das schon mal. Und dementsprechend habe ich dann auch hier zugeschlagen. Das sind dann nochmal so 3 oder 4 habe ich jetzt hier Hefte. Ja. Dann geht es noch weiter mit Ehaber. Das war noch nicht alles. Das war jetzt heftemäßig alles. Aber ich habe nochmal zugeschlagen bei den Gerechtigkeitsliga-Alben. Davon habe ich ja schon einige. Das ist hier jetzt Album Nummer 2. Was mir noch fehlt. Dann hier Album Nummer 6 mit so einer Crisis-Story, wie man sieht. Aus verschiedenen Welten, verschiedenen Erden, die Helden. Und ganz wichtig, und da bin ich wirklich froh, dass ich es gefunden habe, Gerechtigkeitsliga-Album Nummer 9. Ihr kennt bestimmt die Identity Crisis. Hier 2005 oder so kam die heraus. Dieses ganze Misstrauen, was da gezeigt wird, innerhalb der Gerechtigkeitsliga, der Justice League, überhaupt diese ganze Sache mit diesem Gehirnwäschen und Manipulieren und keiner vertraut keinem. Das findet hier seinen Anfang, Freunde. In diesem Gerechtigkeitsliga-Album Nummer 9, wo ein paar Schurken kommen hinter die Geheimnisse also Geheimidentitäten der Helden und müssen dementsprechend, wollen die Helden denen dann, glaube ich, also ich habe es ja noch nicht gelesen, ich habe es nur gehört, haben die denen dann das Gedächtnis gelöscht und also damit so eine ethische Grenze überschritten, was dann später wirklich zu diesen ganzen Sachen führt. Mit diesem Misstrauen unter den Helden. Das mag ich immer sehr gerne, wenn man in der Vergangenheit einfach mal wühlt, um zu gucken, wo die Sachen herkommen. Dann haben wir hier noch Album Nummer 12 von der Gerechtigkeitsliga. Also ich habe insgesamt noch 6 Alben dazu geholt. Hier die Nummer 13. Und dann abschließend noch die Nummer 18. Das ist auch der Abschluss meiner Ehapa-Ausbeute. Auf der Messe war ja auch schon eine Menge Zeug. Dann habe ich ja gesagt, Condor, dass ich da zuschlagen will. Und das habe ich auch. Die Spinne Heftserie. 259 Ausgaben, nerdtastisch. Von 1980 bis 1996 lief die. 259 Ausgaben. Ich habe natürlich nicht alle. Ich habe schon so, weiß ich nicht, 150, 170. Muss ich nochmal genau nachgucken. Und da fehlten mir natürlich noch ein paar. Da habe ich mal wieder aufgestockt. Die Nummer 3. Die Nummer 63 habe ich mir geholt. Dann haben wir hier die 99. Die Serie lief ja wirklich 16 Jahre lang. Und beeindruckende Nummerierung auch hier. Das Jubiläumsheft Nummer 100. Das auch ein bisschen dicker war. Dann. Hier ein kleiner Sprung zu 109 mit dem Hobgoblin, dem Gnom, wie er ja früher genannt wurde. Dann darauf aufbauend die 110. Schöne Werbung für Dracula, das Eis. Wer kennt das eigentlich noch von euch, von Langlese? Kann ich mich noch so dunkel dran erinnern. Dann die 113. Spidey hier schon mit dem schwarzen Kostüm unterwegs. Die 115 dann als nächstes. Hier weiß man nicht, wer lauert da.
Sieht man jetzt hier im nächsten Heft, der 116, das ist natürlich der Puma. Ja, der war ja zur damaligen Zeit auch immer mal dabei. Dann wieder ein kleiner Sprung, also 118 zum Beispiel. Und hier wunderbar hinten Masters of the Universe Werbung drauf. Bei dem davor auch schon. Dann hier die 119 mit dem Gnomen, die hatte ich schon mal, ist mir aber kaputt gegangen und dann habe ich sie mir dann hier jetzt nochmal geholt. Also kaputt gegangen damals, ne? Heutzutage geht mir da eigentlich nichts mehr kaputt. Da passe ich schon auf. Dann die 120, auch wieder der Gnom, der Hobgoblin. Wunderbare Geschichten damals. Dann für mich ganz besonders wichtig die 148, lange bevor den Run, also von Todd McFarlane den Run weiterführte, hatte Eric Larson hier seinen ersten Auftritt. Viele Nummern, bevor er das dann übernahm. Ich glaube hier in Deutschland erst so ab 189 oder so und das war 148 hier, also 50 Hefte im Voraus. Todd McFarlane hier zum Beispiel, ne? Sein berühmter Run an Amazing Spider-Man. Wunderbar, ne? Damals, McFarlane war schon stark, ne? Dann habe ich hier die 175 noch. Das war es auch mit diesen Heften, 16 Stücke, die ich mir dann zugelegt habe. Jetzt, das waren so diese ganz alten Sachen, jetzt etwas Neueres. Wir springen in die 90er Jahre. Da gab es dieses Crossover zwischen DC und Marvel, DC gegen Marvel Comics, Heft 5 mit Super Soldier. Eine Mischung aus Superman und Captain America natürlich. Ja, fehlte mir noch, genau wie das Heft, was hier beworben wird. Die nächste Nummer, Spider-Boy, fehlt mir auch noch. Eine Mischung aus Spider-Man und dem Superboy, dem Klon von Superman damals. Die Serie wurde später umbenannt in DC Crossover präsentiert, ging aber nummerierungstechnisch einfach weiter. Ich habe dann hier die 34 noch. Das ist, wie gesagt, die gleiche Serie wie die, nur dass sie zuerst DC gegen Marvel Comics und dann später mal DC Crossover präsentiert heißt und zwischendurch hat die noch einen anderen Namen, diese ganzen Amalgam-Sache. Und ja, die 34 hier von Juli 2000 mit Savage Dragon und Superman. Ich mag beide sehr, deswegen freue ich mich auch auf das Crossover. Dann von Eagle Moss. Habe ich mir hier noch die neuen Teen Titans, der Judas-Auftrag, The Judas Contract geholt. Das schließt für mich so ein bisschen diese Marv Wolfman, Josh Perez Titans ab. Ich habe die ersten sechs schon hier in der Eagle Moss-Version. Ich habe dann die jungen Giganten mal bei den Comics, das sind ja auch die Teen Titans, diese eHarper-Alben gekauft. Da kann ich das dann also weiterlesen und dann hier. Natürlich ist da eine Lücke drin, aber hier noch ein wichtiges Kapitel eben, Verrat in den eigenen Reihen ist es ja, glaube ich, soweit ich weiß. Das werde ich aber nochmal nachlesen, ich habe es ja noch nicht gelesen. Ist jedenfalls ein sehr wichtiges Kapitel, soll es sein, und das schließt so ein bisschen meine Teen Titans Sammlung ab, denke ich mal. Ne? Dann auch noch von Eagle Moss, das letzte Comic, was ich mir geholt habe, JLA Erde 2. Das ist ja hier von, wie heißt denn der gute Mann hier, der auch hier Batman diesen Run hatte. Ja, Grant Morrison, ich werde echt alt. Also Grant Morrison, der hatte hier JLA Erde zweimal gemacht. Nach der Crisis gab es ja nicht mehr diese ganzen Parallelwelten, da gab es ja keine Erde 3 und dann hat er praktisch später mal, viel später. Muss ja in den 2000ern, ja, Anfang 2000 erschienen, hat er die Erde zweimal wieder eingeführt, was im Grunde mit dem Crime Syndicate, hier Ultraman, Old Man, Superwoman, was im Grunde die Erde 3 von früher ist. Und hat da eine Story drum gemacht. Soll sehr gut sein, gab es auch von Panini. Ich habe es jetzt hier in dieser Version günstig bekommen. Auf der Messe, ich bin gespannt. Ja, das war schon alles von mir jetzt. Von meinen Messesachen. Ich habe da doch relativ viel bekommen, was ich, also das meiste, was ich so mir auch erhofft hatte. Ja, für die, die noch da waren und noch kein Video drüber gemacht haben, was habt ihr noch so bekommen? Was
Wie findet ihr die Sachen, auch die, die nicht da waren? Was habt ihr davon vielleicht? Schreibt mal ein bisschen in die Kommentare. Ja, über den einen oder anderen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Wer tut das nicht? Natürlich auch über das ein oder andere Abo. Seien wir mal ehrlich, da freuen wir uns immer drüber, wir YouTuber, ne? Aber besonders freue ich mich eben über die Kommentare. Darum geht es mir ja hier mit euch ins Gespräch zu kommen. Dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Ciao.